Freitag der 13. Ein unglaublicher Unglückstag. Pünktlich zum Freitag den 13. erzählen wir dir, warum er als Unglückstag gilt und liefern dir dafür 8 gute Gründe. Die Tempelritter waren die ersten, denen am Freitag den 13. gleich zweimal unglaubliches Unglück widerfahren ist. Am 13. Oktober 1307 befahl der französische König Philipp IV. Die Verhaftung aller Mitglieder des Tempelordens. Den jahrelangen Prozessen folgten etliche Hinrichtungen der Mitglieder des Ordens durch den Scheiterhaufen. Laut einer Legende wurde Jacques de Molay, der 23. und letzte Großmeister der Tempelritter, an einem Freitag den 13. im Jahr 1314 zum Scheiterhaufen geführt, nachdem er 2 Jahre zuvor die offizielle Auflösung des Ordens durch Papst Clemens V. miterleben musste. Der Berliner Börsencrash am 13. Mai 1927 gilt als Vorbote der Wirtschaftskrise, die nur wenig später folgte. Der Aktienindex sank um unglaubliche 31%. Ganze Vermögen lösten sich an diesem Tag in Luft auf. Am Freitag, den 13. Juli 1821, wurde Nathan Bedford Forrest geboren. Und nein, diese Geburt ist im Nachhinein betrachtet kein freudiges Ereignis. Nathan Bedford Forrest, auch bekannt als Grand Wizard, gründete später den rassistischen und gewalttätigen Geheimbund Ku Klux Klan. Das jüngste Unglück passierte am 13. Jänner 2012, als das italienische Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Insel Giglio im Mittelmeer auf einen Felsen auflief. Dabei schlug die Costa Concordia Leck und wurde manövrierunfähig vom Wind in Richtung Insel gedrückt, wo sie auf Grund lief und 65 Grad Schlagseite kippte. Dabei starben 32 der über 4000 Passagiere. Am 13. Oktober 1972 stürzte ein Flugzeug über den Anden ab. Von den 45 Passagieren, die alle der uruguayischen Luftwaffe angehörten, überlebten nur 16 Insassen. Diese wurden erst 72 Tage nach dem Absturz geborgen und erzählten, dass sie in ihrer Not das Fleisch der Verstorbenen gegessen hatten. Am Freitag, den 13. November 1985, brach in Kolumbien der Vulkan Nevado del Ruiz aus. Die vom Ausbruch ausgelöste Schlamm- und Gerölllawine begrub den Ort Amero komplett unter sich. Die Naturkatastrophe forderte rund 25.000 Menschenleben. Das schlimmste Unglück ereignete sich am 13. November 1970. Der Zyklon Bola tobte in einer dicht besiedelten Küstenregion Ostpakistans, dem heutigen Bangladesch. Als der Wirbelsturm sich am Abend auflöste, waren 200 kleine Inseln verschwunden und der Küstenstreifen überflutet. Bei dem Sturm starben 300.000 Menschen. Das waren 8 Gründe, warum Freitag der 13. ein Unglückstag ist. Wie stehst du zu Freitag dem 13.? Ist er ein Unglückstag für dich? Bist du nicht abergläubisch? Oder bringt dir der Tag sogar Glück? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst.